Als Pleuraepoem bezeichnet man eine sogenannte Rippenfellvereiterung. Das ist die Ansammlung von eitrigem, entzündlichen Sekret, also Flüssigkeit in der Brusthöhle zwischen den Rippen und der Lunge. Das ist eine durchaus häufige Folge, zum Beispiel einer verschleppten Lungenentzündung. Diese Rippenfellvereiterung muss zügig und dringlich behandelt werden, da ansonsten schwere Schäden für den Patienten zurückbleiben können.